als erstes schon die WM 04 in Sinn, Heim-WM zu Kloten, wo ja wirklich in unglaublich guter Erinnerung ist. Rein so vom ganzen Drum und Dran, der Zuschaueraufmarsch, die ganzen Emotionen. Ich glaube, wir haben wirklich eine super Truppe zusammen gehabt, mit einem hohen Ziel. Und ja, in diesem Zusammenhang bin ich schnell mal beim Gruppenspiel gegen Finnland, wo wir unbedingt gewinnen wollten. Das wir auch geschafft haben. Ja, für mich war es so der schönste Moment von allen Weltmeisterschaften 2004. Einfach weil es so viel positive Energie war. Schlussendlich hat es auch nur den vierten Platz rausgeschaut. An diesem Turnier, aber das Turnier als Ganzes, es ist ja oftmals der Weg, der in Erinnerung bleibt. Und irgendwie die Stimmung, die wir dort in dem Spiel hatten. Und das Erfolg, also der Sieg gegen Finnland an einer Weltmeisterschaft, ist natürlich schon ein ganz grosser Moment in Erinnerung geblieben. Vor allem haben wir dort wirklich monatelang darauf hergearbeitet. Auch mit Stützpunkttraining, x-mal sind wir auf Zürich gerösselt. Und ja, wir hatten auch ein super 6 gegen 5 gehabt, aber das ist dann wirklich im entscheidenden Spiel von dieser Gruppenphase. Also es ist ja darum gegangen, dass wir gegen Tschechien spielen können, anstatt gegen Schweden. Und dass dann im entscheidenden Spiel kurz vor Schluss unentschieden ist, dann nimmst du den Goalie raus und dann macht Krischi das Goal dort. Es hat einfach wirklich, das ist so ein magischer Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, du hast schon gemerkt, die Schweiz ist echt parat, so ein bisschen Unihockey-Schweiz. Für ein grossartiges Event. Aber dort ist einfach noch mal, ja, das hat einfach noch mal einen oben drauf gesetzt. Wir haben dann noch nicht so, der Matt und ich, schon jahrelang zusammen in der gleichen Linie gespielt, sondern erst so ein, zwei Saisons. Und vorher auch noch ein bisschen halt getrennt. Der Matt hat schon eine größere Rolle gehabt. Und dann ist das erst so ein bisschen wirklich richtig ins Laufen gekommen, so die ein, zwei Jahre vorher. Und er hat mich halt schon immer gesucht und bei diesem Goal war es wirklich so, dass ich mich aus dem Slot lösen konnte. Ich war dann nicht alleine im Slot. Ich glaube, der Raphael Keller ist dort noch nebendran auch noch bei mir gestanden. Und ich habe mich dann aufgelöst und ich glaube, der Matt hat schon oftmals mich dort gesucht und gewusst, wo ich bin. Und von denen haben wir auch ganz viele Goals über die ganze Karriere geschossen. Und ich war immer überrascht, wie gut dass das immer wieder so gut geklappt hat. Und dort war halt auch so ein Moment, klar, das war noch früh in der Karriere, wo wir das noch nicht unzählige Male gemacht haben, aber wir haben schon gewusst, dass es funktioniert. Und ja, der ist dann einfach, der tuckt halt schön halb hoch oder so recht flach unten rein, also so leicht am Boden einfach, eine super Höhe. Und die Emotionen, dann, also die Energie, die das hat ausgelöst hat. Also bei mir war es eh Adrenalin pur gewesen, aber ich war ja eh schon ein Energiespieler gewesen, würde ich mal sagen. Und auch immer gerne auch ein bisschen gejubelt in so emotionalen Momenten. Aber auch die Zuschauer sind dort extrem mitgegangen und ich weiss auch die Mitspieler, die sich so fest gefreut haben. Also das ist sicher mein schönster Goal, den ich erzielen konnte in der Karriere. Die WM 04 ist für uns schon der Moment, wo wir international so ein bisschen auf die Landkarte kommen, auch als Brütsch, als Duo, als gefährliches Duo. Und ja, das Goal steht schon auch ein symbolisch für das. Aber ich denke generell die ganze WM. Also der Chris war mit 21 dritt in der Scorerliste, wenn man die Namen anschaut, die dort drauf sind. Das ist eigentlich unglaublich. Und er hat einfach auch generell eine super WM gespielt. Und ich glaube jetzt konkret bei diesem Goal ist halt auch noch speziell, dass es ein Teil von einem riesen Plan war. Wenn er 16 Sekunden vor Schluss, dass es so aufgeht, dann brechen einfach alle in dem. Es ist nicht einfach, weil es ein cooles Spiel war und wichtig war, sondern halt auch, weil der Plan einfach ist da war. Wir haben eine Vorbereitung, ich weiss noch, haben wir Autogrammkarten bekommen, wo ich dachte, ja, das ist sicher etwas Schönes für mich, das ich dann behalten kann. Aber dass ich die wieder verteilen habe ich eigentlich nicht so gesehen. Und dann hatte das so viele Leute gehabt und Fans in diesem Stadion, die nach dem Spiel noch auf uns gewartet haben, ellenlang. Und ja, wir sind fast nicht dazu gekommen, alle Autogrammwünsche zu erfüllen. Und für mich war das so eine andere Welt dort. Und ich habe wirklich das erste Mal so etwas in diesem Stil erlebt. Ja. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Zäugli-Buben. Wir hatten schon vor der WM den ersten grossen Medientermin gehabt, bei unserer Siedlung daheim.
Wir sind neben uns sind noch zwei weitere Spieler aus unserer Siedlung bei der WM dabei gewesen, Michael Fluri und Raphael Keller. Und für uns war es natürlich auch ein riesiges Erlebnis gewesen. Wir haben jahrelang zusammen auf dem Hockeyplatz gespielt. Und dann kannst du zusammen eine WM im eigenen Land. Meine, das, wir sind schon so schon gefühlsmässig einfach so ein bisschen als Best Friends gehst du dorthin, oder? Du kannst nicht zusammen eine WM spielen. Das ist, was kann dir Besseres passieren? Darum hat es sich schon sehr gut angefangen. Also, die Voraussetzungen waren schon von dem her sehr gut gewesen. Was ich auch noch weiss von dieser WM, ist, dass der Urban Karlsson als Trainer hat gesagt, er hat es gehasst, wenn man zu spät kommt. Er ist auch bei diesem Stützpunkt-Training eine Stunde vorher in Zürich gewesen, schon, und wir gewartet im Auto. Und wir waren jetzt nicht für unsere Pünktlichkeit bekannt gewesen. Darum er hat wirklich gesagt, wenn einer zu spät kommt, zu spät einrückt in die WM, dann kann er wieder heim. Und wir hatten noch den WM, den Medientermin bei uns daheim. Und es ist nicht enorm schnell vorwärts gegangen. Und dann sind wir losgefahren und hast einfach plötzlich gemerkt, das ist der absolute Horrortag auf der Straße. Also schlussendlich sind drei Viertel der Mannschaft zu spät gekommen, und zwar massiv, weil du einfach nicht bist vorwärts gekommen. Der Barrecktunnel war zu, ja. Ein Unfall. Und dann sind wir irgendwo durchgefahren, ja. Natürlich viel zu spät. Wir waren gespannt, müssen wir jetzt wieder heim oder wie kommt es jetzt raus? Schickt die drei Viertel der Mannschaft heim oder können wir die WM spielen? Aber irgendwann hat er auch gemerkt, ich kann nicht mit fünf Spielern antreten, darum drücken wir da noch so zu. Aber schon, oder denkst du irgendwie, willst du alles perfekt machen, und dann merkst du plötzlich schon, es kommt überhaupt nicht gut. Dann merkst du langsam, dass du mit anderen Spielern in Kontakt und merkst, dass es allen gleich geht. Dann kannst du dir schon ein bisschen lockerer nehmen.